Herzlich willkommen! Wir wollen uns heute mal anschauen, was ist eigentlich Blood Bowl 2? Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich zu Blood Bowl 1 schon mal ein Video gemacht habe. Aber jetzt ist Blood Bowl 2 schon ganz weit draußen. Und ich denke, die Kinderkrankheiten sind damit auch raus. Und hier seht ihr schon die netten Kommentatoren, die es schon im ersten Teil gab. Das ist Nummer 1 und da ist Nummer 2. Ein Ogre und ein Vampir. Das Spiel habe ich auf Deutsch installiert, weil die Sprachausgabe so oder so nur Englisch oder Französisch ist, wie ihr hier gerade schon mitbekommt. Und wir schauen mal insgesamt rein. Es ist ein bisschen anders als in dem ersten Teil. Im ersten Teil hat man mit einer Mannschaft deiner Wahl eine Kampagne durchspielen können. In dem Fall ist die Kampagne immer mit den Menschen. Es gibt hier in Blood Bowl, es ist so ein Mix aus Warhammer, nicht dem 40k, sondern dem Mittelalter Warhammer und Football, also American Football. Das wird darin gespielt, also Rundenstrategiespiel. Und man hat die Auswahl logischerweise auch aus dem Warhammer oder aus dem großen Teil der Warhammer Rassen. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen gespielt in der Kampagne, die interessiert mich allerdings nicht so wahnsinnig, das ist eher ein Tutorial. Deswegen gehen wir nochmal in mein Team- und Liga-Management. Ich habe nämlich schon ein paar Teams erstellt. Hier seht ihr zwei Chaos-Teams. Das ist einmal, das habe ich Kampagne genannt, weil ich das einfach nur sozusagen meine eigene Kampagne im Singleplayer spielen wollte. Hier habe ich noch ein Necro-Team erstellt und wir gehen mal und erstellen ein neues Team, damit ich euch mal zeigen kann, was es so gibt. Hier sieht man immer eine Beispielmannschaft rechts und dann die Stärken und Schwächen. Und hier seht ihr, glaube ich, das soll, glaube ich, die Schwierigkeit sein und nicht die Fertigkeitsstufe. Also sozusagen, wie gut du sein musst, mit denen ordentlich zu spielen. Die haben also ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Wie gesagt, Menschen können alles mittelgut. Orks können ein bisschen mehr prügeln als die Menschen, sind dafür ein bisschen langsamer. Zwerge sind, glaube ich, generell sehr langsam. Hier so geschwind wie Schnecken, hier steht es schon. Sind ziemlich teuer. Deathroller ist nicht gerade leicht klein zu kriegen. Die haben halt, die sind die einzigen, die mit so einem komischen hier Gefährt, so einem Riesengefährt auf dem Platz gehen können, der allerdings ziemlich schnell foul und dann vom Platz gestellt wird. Also es gibt auch Fouls in dem Spiel. Obwohl hier Prügeln zum Alltag gehört. Die Skaven sind so Rattenmenschen mit einem Rattenoger. Das ist den hier es gibt viele Teams haben eine große Einheit sozusagen, in Anführungszeichen, die als Prügelknabe oder als Prügler gilt. Bis auf so flinke Mannschaften, wie zum Beispiel die Hochelfen, die sind extrem gut im Ausweichen und Passen, können aber, wenn sie im Nahkampf gezwungen werden, nicht viel aushalten, wenn dann gehen dann ziemlich schnell K.O. Die Dunkelelfen sind auch sehr flink, können aber im Nahkampf ein bisschen mehr machen, weil sie zum Beispiel Assassinen haben, die dann versteckte Klingen und ähnliches einsetzen gegen die Gegner. So, die Nordmänner sind am Anfang wohl relativ schwach und haben keinen Rüstungswert. Rüstungswert ist wichtig, weil jedes Mal, wenn man sozusagen ausgenockt wird, gibt es einen Würfelwurf, ob man eine Verletzung erleidet. Und dagegen wird der Rüstungswert gestellt. Was dann natürlich, also wenn man durch die Rüstung durchkommt, einen Rüstungsbruch erleidet sozusagen, wird dann noch ausgewürfelt, welche Art von Verletzung man bekommt. Ja, und da sind die relativ schlecht, weil sie halt keine Rüstung anhaben. Nicht so wie zum Beispiel die Untoten, die hier alle in Stahlrüstung rumrennen. Haben halt teure Spieler dafür. So, jetzt kann ich hier das Doomsday, Angels of Doomsday. So. Jetzt kann ich mir hier noch ein Stadion aussuchen, in dem dann gespielt wird, falls ich die als Heimmannschaft ausgewählt werde. Stellen. Nein, ich möchte diesmal nicht vom Assistenten zusammenstellen, sondern ich möchte es mir selber aussuchen, denn ich brauche 11 Spiele für eine Mannschaft. Hier seht ihr meine Spielerliste. Und dann, wie viel noch ein Wiederholungswurf und ähnliches für mich kostet. Und ich habe 1 Million an Gold hier oben. So. Fangen wir doch mal mit dem Werwolf an. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich den Namen ändern. Wenn ich einfach nur auf Kaufen klicke, kann ich nichts einstellen. Also dann bekomme ich den Namen, der hier eingegeben ist. Mika der Heuler zum Beispiel. Hier kann ich zum Beispiel mal Reaper. Wie machen wir das? Chris the Reaper. So. Kann ich hier auch noch den Kopf ändern, was er zum Beispiel haben soll, einfach nur aus optischen Gründen. So, kaufen. Ich hätte gern 2 davon. So, jetzt haben wir sozusagen mal von Freunden und ähnlichen ein paar Namen genommen und von jedem 2 gekauft, von unseren wichtigen Spielern. Das hier sind unsere, ja, ich sag mal, schnellen Runner, also die können extrem weit laufen. Das sieht man an dem, wenn ich mal drauf gehe, hier Bewegungsweite ist hier auf 8.
Also BW, das erste Wert, der ist hier bei 4, hier bei 6, hier bei 7 und hier bei 4. Also ihr seht schon, wir haben relativ unterschiedliche Bewegungsreichweiten, wobei der Ghoul und der Werwolf die schnellsten sind, also die weit, am weitesten laufen können. Die Verfluchten sind unsere Blocker, nennt man das, glaube ich. Also, nee, sind unsere Blitzer, denn sie haben die Fähigkeit Blocken. Das bedeutet, dass es ein Würfelergebnis gibt, wo angeblich wo Angreifer und Verteidiger zu Boden gehen, wo sie stehen bleiben. Das bedeutet, ich kann meine Runde weitermachen. Dazu kommen wir später noch. Was es bedeutet, eine Runde, wann eine Runde beendet wird und ähnliches oder unterbrochen wird. Und die hier sind sozusagen unsere defensiven Spieler, denn die kann man nicht wegschieben. Selbst wenn die zu Boden gehen, sie werden nicht weggeschoben. Normalerweise wird ein Charakter immer weggeschoben, wenn er zu Boden geht. Und sie sind auch schlecht richtig auszunocken. Also sie bleiben eigentlich lange auf dem Feld. So, haben wir gesagt, 11 Spieler brauchen wir, also kaufen wir noch ein paar Zombies dazu. Haben wir noch 100.000. Ich weiß ja nicht, wie ich das hier oben kaufen kann. Ich bin hier nur beim Spieler anschauen. Käufe bestätigen. So, jetzt kann ich das noch kaufen. Wiederholungswurf ist auf jeden Fall wichtig, weil ich krieg dann jedes Match einen Würfel. Darf ich einmal pro. Nee, der Halbzeit. Also eine Halbzeit besteht aus 8 Runden. Davon gibt es 2 pro Spiel. In jeder Halbzeit habe ich, wenn ich jetzt das so lasse, einen Wiederholungswurf. Mit dem Wiederholungswurf darf ich in einer Halbzeit einen Wurf neu würfeln lassen, wenn dann zum Beispiel richtig schlecht gewürfelt wurde. Das sind Teamwiederholungswürfe sozusagen. Es gibt noch Fähigkeiten, die das erweitern können, wo einzelne Spieler Wiederholungswürfe kriegen. Das ist jetzt ein Teamwiederholungswurf. Ich kann auch mehr haben als einen. Logisch, steht ja bis zu 8. Dann darf ich aber nur einen pro Runde einsetzen. So, das andere bringt mir ein bisschen Boni. Den Nekromanten, das ist die Spezialfähigkeit der Nekromanten. Wenn ich einen Gegner töte, der eine Stärke von 4 oder weniger hat, kann ich den wiederbeleben sozusagen und als Zombie-Spieler auf meine Bank nehmen. Was ganz interessant ist, glaube ich. Dann kann ich halt meine Basisspieler wieder ausgleichen. Cheerleader, Fanfaktor, Assistenztrainer bringen mir immer bei der Anstoßtabelle was. Bei der Anstoßtabelle wird immer was ausgewürfelt und das hat halt Effekt auf das Spiel. Da kann man, wie hier zum Beispiel, Offensiv- und Defensivkoordination, desto eher gewinnst du brillantes Training. Brillantes Training bringt einem, glaube ich, einen Wiederholungswurf in dieser Halbzeit, einen zusätzlichen Teamwiederholungswurf, was halt schon sehr stark ist. Cheerleader bringen einem kreischende Fans, da weiß ich gerade nicht, was das bedeutet. Und hier steht auch nur, kann sich erheblich auf das Ergebnis der Anstoßtabelle auswirken, was auch immer das bedeutet. Den Fanfaktor baue ich allerdings sowieso auf. Mit jedem Sieg bekommt man einen Punkt in Fanfaktor. Deswegen muss ich den, glaube ich, nicht kaufen. Ich werde mir wahrscheinlich eher mal die Assistenztrainer kaufen. Weil ich das ganz gut finde. So, jetzt habe ich hier nur Abbrechen und Zurück. Ich vermute mal, das ist ein Bug, weil Abbrechen geht weiter. Das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. So, jetzt haben wir hier unsere Spielerliste. Wie ihr seht. Unser Club, da brauchen wir noch einen Sponsor. Das ist, glaube ich, ziemlich Wurst, weil das macht für mich gar keinen Unterschied. Sportmagazin, Spike Magazine, nehmen wir einfach mal. Klingt gut. Ich kann später noch das hier upgraden für entsprechend Kohle. Ich glaube, dafür kriege ich mehr Geld, wenn ich mit meinem eigenen Stadion spiele oder irgendwie sowas. Ich weiß aber nicht genau, was das bedeutet. So, jetzt können wir ja mal einfach mit. Jetzt haben wir uns hier eine Mannschaft erstellt, ne? Wie unsere anderen Mannschaften. Und jetzt kann man einer Liga spielen. Das bedeutet, hier gibt es eine. Kann man auch Ligen beitreten. Mal kurz das. So, Liga auswählen. Ich kann nicht auch eine Multiplayer-Liga beitreten. Das Schöne an der Blood Bowl 2 ist, es gibt jetzt ein Matchmaking. Wenn ich euch eine Multiplayer-Liga beitrete, wie hier, wo 90.000 Mannschaften drin sind, steht normalerweise, dass man ungefähr in 3 Minuten ein Match hat. Da kann man dann halt ganz normal Multiplayer spielen. Ich kann aber auch eine Solo-Liga erstellen, sogar gegen KI-Gegner. Kann ich hier vorgefertigte Varianten nehmen, hier mit 4 Gruppen, 10 Teams, eine Gruppe 16 Teams, dann im Cup. Oder Regionalliga, Meisterschaft mit 8 Teams. Hier kann ich noch die Teams hochstellen. Soll ich eine Meisterschaft mit 32 Teams spielen? Das ist doch mal was Schönes. Komm. Muss nur eine Weile spielen. So, jetzt sind wir dem Turnier beigetreten. Und wir haben, basierend auf unserer eigenen Wertung, die immer 1000 ist am Anfang, sozusagen ist die Liga gefüllt worden. Wir können auch das Turnier direkt wieder beenden, aber wir können jetzt einfach eine Partie starten.